Goldschlüssel brauchen wir hier, hä? Achso, und ihr seid gar keine Items zum Einsammeln, ihr seid diese blöden Lichter. Und ich stehe schon wieder in einem Gebiet drin, in der mich so ein blöder Stachelspacko treffen kann, genau. Wahrscheinlich sind die ganzen Secrets hier zusammen dafür, um an die Planke zu kommen. Das wäre auch nur logisch. So, da ist der Stachelwürger. So. Und ein Rüstungsupgrade, sehr schön. Und ich brenne wieder. Okay, der Knopf ist wohl eher dazu da, um den Weg weiter zu öffnen. In dieser verwirrenden Bücherei. Mana und Leben aufsammeln. Nö, hier ist auch nirgendwo was versteckt. Also ja, ich habe mit dem Spiel teilweise kein richtiges Auge für diese Secret-Bereiche, vor allem weil ich nie richtig darauf achte, was verdächtig aussieht. A passage has been revealed. So, wo wurde jetzt? Ah ja, da unten. Dort haben wir schon mal einen Trankhändler. Den wir nicht brauchen. Weil ich habe ja zwei Tränke. Da drüben ist ein Nekromant, der eine Vendor-Münze bewacht. Gut. Merken wir uns das schon mal. Wow. Aber erstmal raus aus dem Stachelgebiet. So, weg mit euch. Hier ist nichts. So, raus da. Bumm. Weg mit den Augen. Und wieder in der Explosion gestanden. So, raus aus der Explosion. Das hier oben sieht allerdings verdächtig aus. Aber hier ist nichts. Hier werde ich nur wieder beballert. Bumm. Weg. Wow. Das war jetzt irgendwie falsch gemacht. So. Aber ich habe es doch noch hingekriegt. Ja, bis jetzt kommen wir gut durch die Bibliothek. Muss ich ehrlich sagen. Wenn da nicht der blöde Stachelfutzi wäre. So. Ah, noch ein Auge. Ich habe ein Auge gestunt. Ah ja, stimmt. Ich habe die Stun-Fähigkeit mir ja gekauft. Beim Rüstungsschmied. Jetzt haben wir sie zum ersten Mal gesehen. Oh, das sieht übel aus. So, erstmal hier alles ausschalten. Da die Explosionsdinger ausschalten. Na, hat nicht ganz so geklappt. Das hast du dir jetzt selber zuzuschreiben, Kumpel. So. Wow. Hier definitiv vorsichtig sein. Und diese Schilder da sind definitiv falsch. Außer hier ist irgendwo was versteckt. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Nö. Hier ist nur der Stachelwürger. So. Den wir jetzt gleich ausschalten werden. So. Bitte, Dankeschön.
So. Gut. Ja, die sind auch wieder heftiger geworden hier in dem Teil, definitiv. Bumm. Also als Fernkämpfer sind die wahrscheinlich definitiv angenehmer. Haufen Blobs. Eine Goldtür, die einen Schalter aufmacht. Die zu einem Schalter führt. Mal wieder. Ziemlich dekadent, die Magier hier in dem Archiv. Okay, Silbertür, die zu einem Level-Up-Fuzzi führt. Wow, und da führt es einmal im Kreis hoch. Dann gehen wir erstmal hier rein. Seht ihr, das ist genau das, was ich gemeint habe. Jetzt ist ganz am Anfang der Gang aufgegangen. Okay. Auf jeden Fall Leben von 210 auf 255 und Movement Speed. Jawohl. Ja, jetzt sind wir doch etwas schneller. Ich wette, damit machen wir den Weg zurück auf. Also gucken wir mal, dass wir einen goldenen Schlüssel finden. So. Schlüssel. Wow. Ja, vor den Klingenfallen in Acht nehmen. So. Die haben es nämlich immer noch in sich. Diese Irrwische loswerden. So. Gut, hier oben war, glaube ich, noch irgendwo eine Bronzetüre. Ja, auf der anderen Seite. Die macht einfach nur den Gang auf. Na, mal gucken, ob wir den Bronzeschlüssel dafür benutzen sollten oder nicht. Obwohl, bis jetzt war das Spiel ja eigentlich immer fair, was die Schlüssel anging. Oh, und jetzt sind wir hier. Wow. Auch im Kombo-Modus sollten wir aufpassen. Mit unserer Heilung. Weil das erhöht nur unseren Schaden, aber es macht uns nicht unverwundbar. So, der goldene Schlüssel ist da unten. So, weg mit dem komisch schreienden Magier. Hier ist ein Weg zurück. Okay. So, Augen. Und weg mit der Stachelkolonie. Autsch. Und ich brenne mal wieder. So, Schatzkammer. Geld, 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 Geld. Schlüssel. Okay. Bis jetzt noch keinen Weg nach oben gefunden. Falsch herum. Obwohl, da drüben geht's, glaube ich, noch. Nee, da ist Sense, da ist Dead End. Hm. Na, gucken wir mal. Jetzt gucken wir erstmal, wo uns die Goldtüre hinführt. Also, wenn wir das hier öffnen. Haben wir hier einen Weg geöffnet nach oben. Und da ist noch ein Schalter. Was macht der auf? Der macht den Weg zurück auf. Ja, dankeschön. Found a strange plank. Oh, und übrigens, wir können gar nicht zurückgehen in die anderen Akte, um dort Planken zu suchen. Oh, hier gibt es zwei Wege nach oben. Okay. Aber ich würde sagen, wir benutzen den Bronzeschlüssel hier einfach mal, weil ich weiß nicht, ob die nicht einfach irgendwie ebenenübergreifend sind. So.
Welche Treppe nehmen wir jetzt als erstes nach oben? Das ist die gute Frage. Hier gibt es nur einen Schlüssel. Und können wir Wege aufmachen. Okay, wir müssen nochmal runter. Wir müssen definitiv nochmal runter. Und auf der anderen Seite hoch. Weil hier ist das erste Symbol für den Boss. Gut. Sehr gut. Erstes Symbol freigeschaltet. Gut, wo gucken wir uns als nächstes um? Waffen, würde ich sagen, in Richtung Waffenhändler. So, weg mit dem Riesenirrlicht und dann gehen wir in Richtung Waffenhändler, würde ich mal sagen. Wir können uns natürlich überall umgucken. Ja, ich sollte nicht wie ein blindes Huhn drauf losrennen. Auf jeden Fall mal den Stachelbürger suchen. So, und dann die Irrwische loswerden, jetzt wo die Augen weg sind. So. Ein Bronzeschlüssel. Und da drüben ist ein Irrlichtspawner, das sehe ich doch jetzt schon. Irrlichtspawner. Und ja, definitiv, dieser Abteil ist verdammt verwinkelt. Weg mit dir. Jo. Dieses Gebiet ist definitiv extrem verwinkelt. Da war der Stachel. Fuzzi. Dann gucken wir mal kurz hier oben lang. Der Vollständigkeit halber. So, plündern hier alles. Gut. Töten noch mehr. Dort oben ist ein Safe Point. Und riesen Glubschaugen im Boden verraten mir, dass hier wohl erstmal ein Boss ist. Wow. Schön rückwärts gehen. Und Boss töten. Wow, 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 wow. Flasche trinken, der spawnt Augen. Stirb endlich. So. Ein augenspawnender Boss. Das ist noch übler als sonst. Gut. Ja, lecker. Irgendwelche Augen zu zermitschen. Okay, da unten liegen Heil-Items. Dann gehen wir doch mal erstmal in die Richtung. Und ja, ich muss sagen, die Etage ist wirklich definitiv extrem verwinkelt. So, kommt mal her zu mir, ihr Augen. So. Dann hauen wir die Irrlichter weg. Schnappen uns auf. Das war jetzt nicht so im Sinne des Erfinders, dass wir einfach uns heilen und dann in die Geschosse reinrennen. Gut.
Hier müssen wir gucken, ob wir wieder irgendwo so ein Bossauge haben. Während wir die Spawner zermatschen. So. Und einfach mal alles anlocken, was so kommt. Ja. So, und jetzt einfach rückwärts gehen und heilen. Sehr gut. Und nebenbei heilen. Ui, 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 das sieht geil aus. So. Wenn wir schon so viel Mana haben, können wir es ja mal für uns irgendwas benutzen. Okay, da oben sieht es so aus, als ob es weitergehen würde. So, schnell weg mit dem Spawner. Au. Ja. Das mit den explodierenden Irrwischen werde ich wohl so schnell nicht hinkriegen. So, ein bisschen heilen. Wenn wir schon die den Heilzauber haben als Paladin. Gucken wir erstmal hier unten lang weiter, weil ich habe das Gefühl, da oben geht es weiter. Also gebietsmäßig weiter. So. Hier könnten wir durch. Dann würden wir hier unten lang kommen, wo ich vorhin schon war. Ja. Ich glaube, die Bronzetüren, die ignoriere ich jetzt einfach mal. Und guck, wie ich so weiterkomme. Also ja, hier ist der Spawner. Der gar nicht so schlimm war. Wow, das hier doch ist mies. Wow. Ja, ich bin froh, dass ich ein Schild habe. Wow. So, weg mit euch, Blöden. So, kurz hochheilen. Hier liegt ja Mana-Zeug rum. Ein Silberschlüssel. Wow, Bombe. Jede Menge Geld, eine Vendor-Münze. Ein dicker Kristall. Ein totes Auge. Und weg hier. Ach, ich würde doch mal sagen, ich guck mal die Bronzetür da unten an. Weil irgendwo scheinen das nicht nur Abkürzungen zu sein. Genau, hier ist nämlich erstmal ein Safe Point. Wow. So, die Dinger weg. So, und die Nekromanten bzw. die untoten Magier weg, die sich dauernd hin und her teleportieren. So, Schatzkammer mit Geld. Geld, Geld, Geld. Und Safe Point. Sehr gut. So, noch mehr Münzen zum Einsacken. Essen. Augen. Kurz voll heilen. Noch mehr Augen. Also ja, jetzt würde es sich definitiv auch mal rentieren, den Mana-Pool zu erhöhen. Nicht immer nur den Health-Pool. Wenn wir uns mit Mana heilen können. Was ein bisschen imba ist schon fast. Naja gut, im Augenblick noch nicht so wirklich imbar. So, weg mit dem. Weg mit dem Auge. So. So, explodiert. Explodiert.
Und weg mit euch. Und da sind noch mehr Augen. Ja, und jetzt sind wir hier an der Stelle wieder, wo wir vorhin waren. Okay, also Bronzeschlüssel sind wirklich nur für Abkürzungen hier wohl auf der Ebene gedacht. Also können wir sie auch ruhig verwenden. So, hier ist nichts. Da ist wieder so ein Stachelding. Zum Glück ist der Spawner außerhalb. So, komm her noch, du eines Auge. So, Magier. Gut. Weg mit dem Magier. Und weg mit dem Spawner. So. Hey, und da brauchen wir den Silberschlüssel. So, einmal heilen. Ja, so können wir die Mana-Gegenstände, die wir finden, noch ein bisschen besser einsetzen, indem wir sie einfach ein bisschen in Lebensgegenstände umändern. So, eine Passage has been revealed. Die Frage ist nur, wo? So. Ah, da unten.